Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Runde Ultimate General Civil War Blackwater Heights, 15. März 1863. Wir brauchen Vorräte für unsere Armee, die in der Nähe von, in der Nähe stationiert sind. Sie haben das Kommando über die Expedition im Südosten von Virginia und im Osten von North Carolina. Sie haben den Befehl, in das Gebiet vorzurücken und so viele Vorräte wie möglich zu sammeln. Die Unionisten haben ihre lokale Besatzung auf dem Blackwater Heights aufgestellt. Sie dürfen diese Bedrohung hinter sich nicht zulassen. Daher müssen sie die Yankees angreifen. Machen wir. Wir nehmen das erste Korps. Deswegen, weil das einzige Korps ist, was eigentlich vollständig zurzeit mit Männern ausgerüstet ist. Ja, die anderen beiden sind so ein bisschen Flickenteppich. Das ist ja in Entstehung, aber wie gesagt, Entstehung ist ja leicht gesagt. Da ist ja nichts, was entstehen kann, weil ich keine Reserve habe. General, den Unionisten ist ihre Expedition ein Dorn im Auge. Sie scheinen fest entschlossen zu sein, sie bei Blackwater Heights aufzuhalten. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als die Yankees anzugreifen und die Höhen freizuräumen. Okay. Das heißt, schnell wie möglich an. Auch da. Wasser. Vorne, die brauchen Ängsten. Kavallerie. Netz. Oh ne. 4 Zentimeter. So. Start. Und Pause. Wir hatten doch hier einen Hektor. Hektor. Kläre mal. Auf. Kavallerie. Bei einer. Kanonen brauchen eh am längsten. Dass die können. Start. Bisschen vorspulen. Also bis dahin sind wir safe, ja? Da ist die restlichen Leute gar nicht so weit durchlaufen. Einfach mal. Bisschen. Hector hat noch nichts gefunden. Gehen wir mal auf diesen Hügel. Nichts. Oh, doch, da ist was. Scheiße. Hector braucht Hilfe. Hector zurück. Zurückfallen. Boah, der Rest kann man ein bisschen Gas geben. Brauchen die Truppen vorne. Wir haben nicht ewig Zeit. Das. Ich verstehe nicht, warum. Sind die einen Kanonen schneller als die anderen? Mal wieder zurück. Da kommt eine Kavallerie. Boah, wie lange brauchen die Leute durch den Wald? Ist ja echt unglaublich. Oh, jetzt müssen
Müssen wir sie aus dem Wald rauskriegen. Daher. Essen hinten, ja. Klein. Sollte man nicht vergessen. Sollte man immer mitnehmen. Auch die eine Kanone so lange, ey. Los, weiter. Wir müssen aus dem Wald raus. Ich will die hier nicht haben. Da ist ein Supply-Wagen. Wollen sie den nicht haben, oder was? Aber dann... Wollte ich nicht. Ah, wir haben leider gesehen, die Kanone. Gehen wir sie noch näher ran. Auch gleich weit. Könnte knapp werden. Könnte... Doof. Komm, lass das. Eine Falle. Eine Falle. Rück. Wir hätten uns auf der Brücke angegriffen. Hier sind bestimmt Einheiten. Und das wäre schon mal ins Auge gegangen. Aus. Kanonen sind noch auf dem Weg. Ich ziehe sie trotzdem schon mal in die Mitte. Und gleich auch mit weiter. Sektor weiter. Ich bin noch ein paar Meter vor. Los, Vorkanonen. Ist der jetzt sicher hier? Das sieht meine Gruppen gleich blockieren. Gruppen meine ich. Habe ich den noch einmal nach? Warum? Hector, findest du die anderen nicht? Die laufen. Schon mal gut. Auf die Artillerie. Kavallerie, warum rennst du wieder weg? Bleib dort auf dem Hügel. Wo ist der andere? Er versucht sich da über das Wasser zu schwellen, ja. So, dann sage ich mal. Attacke. Die Kanonen ziehen sich zurück. Sagen, die Kanonen ziehen wir noch ein Stück weiter ran. Halt, nein, die Kanone formiert sich. Feuer. Ja. Die wollen alle ertränken, okay. Ach, der da. Da vor sich hin oder was? Ist nichts mehr.
bitte da so unterstützen. Weiter nach vorne. Wir setzen den Nachschub ein. Nein. Wir müssen laufen. Eine Flanke weg. Nahkampf.
nächsten Rennen. Fantastisch. Nächsten Rennen. Super. Noch ein Attacke. Halten, schießen. Laufen wir gerade alle weg. Oh, sind der hinterher. Halt, Junge. Blockiert, schieß noch darauf. Na los! Wir rennen auch, wunderbar. Mal wieder motivierte Leute, die müssen wir gleich wieder wegschlagen. Okay, die laufen, wunderbar. Oh, Kanülchen. Wir brauchen jetzt volle Aufmerksamkeit darauf. Muss Porter da laufen? Guter Auto, aber. Ah, der läuft gar nicht. Los, Porter, lauf! Lauf nach Hause! Überlegenheit einfach zum Laufen bringen. So, Kampfritter am Blackwater heiß gesichert. Versuche es mit Camper in den Nahkampf zu gehen. Damit die Formation da auseinanderbricht. Funktioniert. Halt. Weiter nach vorne. Und der läuft auch. Fantastisch. Das heißt, wir können jetzt hier uns dieses Wäldchen einigen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass jetzt dieser Punkt nicht angegriffen wird. Halt. Ich
Verhandlung schnell beenden, bevor sich das ändert. Gut, Sieg. So, das sieht man auch gerne. 3000 Mann verloren. Hätte eigentlich gedacht, dass wir mehr verlieren, da bin ich nicht ganz zufrieden. War ein Angriff, dass wir angreifen. Der Verteidiger hat genauso viel Verlust, aber wir waren halt in der Überzahl. Ich hoffe, dass wir mindestens 3000 wiederkriegen. Mehr wären mir noch lieber. 6000. Ja. Und das Geld ist mir mittlerweile überhaupt nicht mehr so wichtig. Also ich kann mir quasi Sklaven kaufen. Leider haben wir da nicht diese Möglichkeit. Ich gehe weiter auf Medizin. Damit wir mehr Leute wiederbekommen. Und ja, das war's für diese Runde. Ich könnte jetzt hier quasi mal Infanterie in der ersten Division gründen. Haben wir wieder Vorgesetzte verloren. Die wieder verwundet sind. Einen haben wir wieder dazu. Einen müssen wir leider kaufen. Aber wie gesagt, Geld ist ja nicht das Problem. So, 4800 Leute noch, die ich irgendwo runterkriege. Bis zur nächsten Mission. Und ja, ich werde bestimmt locker noch 1000 hier irgendwo reinpacken müssen. Locker. Wir hätten 3000 verloren. Ach, und dann kann ich wahrscheinlich im zweiten gucken. Mal auf 2000. Jetzt auch noch. Ob ich den noch behalte, bin ich noch im Überlegen im Foreman. Ja, und hier soll mal irgendwas entstehen, aber dafür fehlen uns einfach die Leute. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Abo, ein Like da oder einen Kommentar, wie ihr wollt. Ich würde mich über alles sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.